Im heutigen Beitrag geht es um den Smart. Ich habe für den Kleinen einen Ölfilteradapter geordert, um anstelle des winzigen Filteransatzes eine übliche Ölfilterpatrone zu verwenden. Den Ölwechsel, bei dem dieser Adapter installiert wird, den werde ich heute und hier beschreiben. Bevor man einen Ölwechsel durchführt, sollte man das Fahrzeug noch ein wenig bewegen. Zum einen, damit das Öl warm und dünnflüssiger wird, zum anderen, um die im Altöl enthaltenen Verunreinigungen in den Schwebezustand zu bekommen. Danach kann es dann mit der Arbeit losgehen. Fangen wir an. Die Arbeit beginnt damit, die Teppichabdeckung und die Motorabdeckklappe zu entfernen. Den Teppich fixiere ich dabei mit dem Beifahrergurt, damit er mir nicht ständig wieder entgegenfällt. Dann nehme ich den Öldeckel ab und ziehe den Ölpeilstab raus. Da der Smart ja keine Ölablassschraube besitzt, muss bei diesem Motor das Öl abgesaugt werden. Dazu ist eine Ölabsackpumpe notwendig. Als Öl verwende ich einen hochwertigen 0W30 Vollsynthetik-Schmierstoff, der die geforderte Mercedes-Benz-Spezifikation erfüllt und auch schon bereit steht. Der Absaugschlauch wird einfach in die Peilstaböffnung bis zum Boden der Ölwanne eingeführt. Dann kann der Absaugvorgang auch schon beginnen. Wenn alles Öl aus der Ölwanne abgesaugt ist, kann es am Ölfilter weitergehen. Zuerst wird der originale Kunststoffdeckel mit einem 27mm Schraubenschlüssel gelöst und abgeschraubt. Im Ölfilter befindet sich natürlich immer noch ein wenig Restöl. Deshalb auf jeden Fall ein kleines Auffanggefäß darunter halten. Der Kunststoffdeckel geht nun in den Ruhestand. Dafür kommt ja jetzt der neue Ölfilteradapter zum Einsatz. Der wird einfach in die Aufnahme des Kunststoffdeckels eingeschraubt. Die Filterpatrone wird jetzt an den Adapter geschraubt. Hierbei nicht allzu viel Kraft anwenden. Ölfilterpatronen werden lediglich gut handfest angezogen. Jetzt kann das frische Öl aufgefüllt werden. Ich schütte erst einmal 3 Liter in den Motor und schaue dann am Peilstab nach. Hier ist schon Öl zu sehen. Das reicht erstmal. Der Motor darf jetzt erst ein paar Sekunden laufen, um Öldruck aufzubauen und auch Öl in den neuen Filter zu pumpen. Danach schaue ich abermals nach dem Ölstand. Hier erkennt man nun, dass der Stand am Peilstab deutlich niedriger ist als vorher. Klar, das Öl, was jetzt im Filter ist, fehlt natürlich in der Ölwanne.
Ich fülle jetzt weiter frisches Öl an, damit der Ölstand irgendwo zwischen Minimal- und Maximallampmarkierung liegt. Auf keinen Fall darf zu viel Öl in den Motor. Gerade der Smart ist hier sehr empfindlich und es drohen sogar Motorschäden. Zum Schluss kommen noch Motordeckel und Teppich wieder an ihren Platz und die Probefahrt darf nach einer kurzen Dichtigkeitsprüfung beginnen. Danach zur Sicherheit noch einmal nachsehen, ob wirklich alles dicht ist. Das war's dann auch schon. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.